most inconvenient. Au. Und so, wenn's macht bei dem hier. Und vielleicht sollte ich ein bisschen mit Zaubern nachhelfen. Ja. Okay, noch ein Geist. Und mal wieder eine Wand. Adra ist wie Filzgeflecht in die Spalte dieser verwitterten Regale gewachsen. Wobei er sich an Stein und Kupfer vorbeigeschoben hat. Slowly now. Okay, wo ist die Öffnung für diesen Geheimgang? Oder machst du den auf? Vor dir steht eine verschwommene Gestalt. Von Zeit zu Zeit werden die unscharfen Züge vorübergehend klar und du glaubst, einen Elfen zu erkennen. Ich kann das nicht mehr weitermachen. Wie soll ich es erklären? Wie soll es uns möglich sein, ihm das zu geben, was er will? Der Kreis spricht in schnellen, leisen Salven in Vitanisch und schüttelt den Kopf, wie um seine eigenen Fragen zu beantworten. Er wird mich umbringen, wie er es mit Sophien getan hat. Warum sollte er hier aufhören? Wer bist du? Er hat so viele Leute hier heruntergebracht. Von den oberen Ebenen höre ich solch schreckliche Dinge. Selbst hier diese Konstrukte. Ich kann nicht schlafen. Er senkt die Stimme. Manchmal glaube ich, dass ich aufwachen und mich in einem der Animaten wiederfinden werde. Ob ich es überhaupt bemerken würde, würde es nicht so sein, als würde ich eines Tages blind und stumm aufwachen? Was will er? Die Gestalt läuft mit den Händen an den Schläfen ein paar Schritte hin und her. Was wir ihm nicht geben können. Selbst nach all dieser Zeit gibt es noch so viel, dass wir nicht wissen. Er will seinen Sohn zurückhaben, den Knaben, den er kannte, unversehrt und wohl erhalten. Aber die Leute sehen sie an sich nicht immer. Wer kann schon sagen, dass sich sein Sohn erinnern wird, sein Sohn gewesen zu sein, dass er sich an das Gesicht seines Vaters erinnert. Ich habe gesehen, wie Mütter ihre Kinder vergaßen. Was machst du hier? Ich? Ich verstecke mich. Ich ging an einer der Maschinen vorbei und plötzlich bekam ich keine Luft mehr. Ich dachte über die Arbeit nach, die wir geleistet, die Dinge, die wir gesehen haben. Wie selbst geringe Taten die Seelen vernarben können. Ist meine denn so zerfetzt? Wird Otnur so dankbar sein, wenn wir ihn aus seinem Schlaf gerissen haben? Wie konntest du all das tun? Ich dachte nicht, dass er so weit gehen würde. Ich wusste es nicht. Otnur ist unser Lehrmeister. Wie kann ich mich ihm widersetzen? Er schaut erschrocken auf und sieht an dir vorbei. Nein, das meine ich nicht. So was meine ich überhaupt nicht. Ich? Ah ja, ich habe nur Angst. Bitte entschuldige. Sag es bitte niemandem. Bist du auch nur immer noch treu ergeben? Natürlich, ich bin sein ergebener Diener. Seine Stimme wird schrill vor Angst. Das habe ich nicht gemeint. Bitte, niemals. Ich habe beabsichtigt, meine Eide zu widerrufen. Weißt du, wie man an der sprechenden Tür vorbeikommt? Ich kenne den Eid, natürlich. Jeden Tag sprechen wir davon. Ich bin ein Diener von Ortnua. Mein Schwertarm ist gegen seine Verbündeten eingeschworen. Diesen Zweck ist meine Seele geweiht. Der Geist scheint sich einzurollen. Geweiht. Okay. Slowly now. Jetzt muss ich nur noch den Schalter für die Tür hier finden. Für die Geheimkammer. Das wäre auch nicht schlecht. Entweder gibt es hier keinen oder das ist irgendein Hinterausgang. Was auch gut möglich sein kann, aber hier müsste man eigentlich durchkommen. Ich verteile mal die Gruppe ein bisschen. Für den Fall, dass irgendwo hier ein Schalter ist. Den ich mal wieder übersehe. Aber scheinbar ist dem nicht so. Nö. Wenn, dann hätte ich ihn jetzt schon längst gefunden. Right. Okay, wir kennen jetzt den Eid. Der Meister der Tiefe.
Ja, das kennen wir schon alles. Das war noch ganz oben eigentlich. Wir können da durch die Tür oder wir können da nochmal versuchen. Ich bin dafür, dass wir da nochmal versuchen. Nur ist die Frage, am besten nicht hier. Hier ist der Raum offen. Hier ist der Durchgang schmäler. Also gehen wir hier unten wieder durch, durch den Maschinenraum mit den Seelen. Oder den Erinnerungen, was auch immer. Und versuchen es hier oben nochmal. Auf dieselbe Taktik wie vorhin. Sie da drin zu blockieren. Und das, was wir rauslocken, ups. Das, was wir rauslocken. Hoffentlich rennen sie nicht außen rum. Ja, hier ist der Gang schön schmal. Let's go. So. Okay. Okay, hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte, aber immer noch besser als nichts. Du mach mal. Trink am besten einfach rein. Jetzt ist die ganze Gruppe gelähmt und stirbt gerade, weil sie nichts machen kann. Das war eigentlich das, genau das, was ich vermeiden wollte. Genau das ist eigentlich mies. Deswegen bewegen wir uns etwas weiter vor. Und dann versuchen wir selber den Gang zu verstopfen. Let's go. So. Du macht. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Außer das Leben. Alof, schalt die schnell aus. Und du heißt dich am besten selbst. Okay, die ist tot. Dann konzentriert euch auf die da. Die ist nämlich auch nervig. Und versuchen sie mal zu verbrennen. Nein, du kannst nichts verbrennen, du bist nämlich gelähmt. Fenris ist ausgeschalten, das ist nicht so gut. Starker Regenerationstrank. Au, das tut jetzt ordentlich weh. Kritische Heilung ist besser. Und zwar schnell, bitte. Du heilst dich am besten noch mal richtig. So, Alof. Benutzt mal die schweren Geschosse. Gott, wie viele sind denn das noch da oben? Turenz, du belebst Hagrim wieder. Und belebst auch gleich mal Alof wieder. Hagrim benutzt mal ein bisschen mehr Feuerkraft und ich glaube, du bringst uns auch mal ein bisschen mehr Feuerkraft. Durenz, schwere Heilung, hierhin.
Nein, ihr bleibt auf die. Ihr alle auf die da. Alle auf das da. Und dann am besten. Stirbst du nochmal? Genau. Ja, das kannst du ja so gut. Palegina, trinken Ausdauertrank. Lorenz, du holst nochmal einmal Anlauf zurück. Und versuch mal ein Verbot zu zaubern. Währenddessen macht Alof ganz schnell Kettenblitz auf die da. Durenz, mach mal eine geringe Führ, bitte. Und du versuchst jetzt nochmal einen Kettenblitz. Und du bist schon wieder ohnmächtig. Du trinkst nochmal einen großen Heiltrank. So, jetzt ist die weg. Das heißt eigentlich alles, was schlimm ist, ist weg. Ey, ihr Geister, helft mir. Palegina kann man wen wiederbeleben. Wow, das geht sogar auf Distanz. Und jetzt blitzdingst du die beiden mal bitte, Alof. Du kannst ein paar Ruhrgeball herbeirufen. Ich achte irgendwie viel zu selten darauf, wie voll mit Tanners. Guckt euch die ganzen Geister an, die hätten viel früher kommen können und uns ja da helfen. Macht es tot. So, dankeschön. So, sammelt alles mal ein. Du rennst. Du heilst Alof. Du heilst Palegina. So, dass wir noch ein bisschen hier überleben können. Ja. Okay, mit dem Geist können wir reden. Dieser Geist steht stramm. Steht stramm. Sie starrt auf das andere Ende des Ganges. Auf deinem Arm trägt sie einen schweren Rundschild, obwohl der wogende Schleier der Seelenenergie verdeckt, was darauf liegt. Hallo? Sie dreht den Kopf ein wenig. Sie haben die Pestschmiede passiert. Wenn die Aufseher noch leben, könnten wir sie in den dahinterliegenden Kammern aufhalten. Sie schnaubt. Falls uns Kapieros und seine Banderenke schmiedender Zauberer noch nicht verraten haben. Die Meute könnte uns schon bald erreichen. Schließe besser schnell auf. Frieden mit einem Gott, falls dich noch einer haben will. Sie hält inne und zieht dich an. Hast du Angst? Angst vor was? In der Tat, was gibt es noch zu befürchten? Sie schaut von dir weg. Unsere eigenen Leute haben sich gegen uns gewendet. Was bleibt? Sollten wir siegen? Wer wird dann die Maschinen am Laufen halten? Vor der Schlacht fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich, was nach unserem Sieg aus unserem Fürsten wird. Welchem Wahnsinn die Kinder des Rats ihm weiter in die Ohren flüstern werden. Vielleicht wird er aufhören, sobald ihm sein Sohn zurückgeben wird. Aber werden sie ihn lassen, Kinder des Rats? Während sich Ot-Nuwa mit seinen Riesen zufrieden gibt, graben sie nach dem Herz des Himmels. Sie lacht verbittert. Dieser Wahnsinn samt und sonders und trotzdem behält sie Ot-Nuwa dicht an seiner Seite. Wenn sie nicht gewesen wären, nichts von all dem wäre passiert. Sie haben unseren großen Fürsten aus seiner Trauer in den Wahnsinn getrieben, ihn zu diesen Taten gezwungen. Sie hält inne. Er war ein großer König, vielleicht würde er es wieder sein. Komm, lass uns die Verteidigung bei den Stufen organisieren, die sie zu unserem Klingen drängen. Mit den Aninaten werden sie keine Chance. Der Geist schnappt mit aufgerissenem Mund nach Luft, er tastet nach etwas Unsichtbaren auf seinem Rücken und geht einen Schritt zur Seite von dir weg. Ihre aufgerissenen Augen starren in deine, du Verräter.
Ihr Bein gibt nach und als sie zu Boden fällt, dünnen sich die nebligen Lichter aus ihrem Körper und zerstreuen sich. Okay. Dieser Geist ist gerade gestorben. Hier sind noch zwei Rubine drin. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere hier jetzt erstmal. Mache heute nur eine kleine Aufnahmesession. Das ist LP32. Wir sind leider nicht sehr weit gekommen, weil das Gebiet hier ziemlich groß ist. P32 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.